Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Keine Einigkeit um Recht und Freiheit Box von Grenzenlos. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Keine Einigkeit um Recht und Freiheit. Das Ganze am 27. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band Grenzenlos. Wir haben hier eine Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal. Und dann schauen wir hinein. Wir haben hier eine hellgrau-hellbeige Box. Oben lesen wir einmal den Bandnamen Grenzenlos, gleich in zweifacher Ausführung. Einmal hier so in schwarzen dicken Blockbuchstaben und dann darunter noch etwas feiner in roten Buchstaben. Sieht so nach Schreibmaschine aus. Dann lesen wir hier Recht, Einigkeit, Freiheit. Also das sind ja so die Grundsätze der Bundesrepublik Deutschland, Einigkeit und Recht und Freiheit. Allerdings heißt es hier keine Einigkeit um Recht und Freiheit. Also hier etwas abgewandelt, etwas kritisch das Ganze. Ja, also ich würde es mal so deuten, dass es so auf den aktuellen Zeitgeist in Deutschland hindeutet, hinweist, dass ja aktuell sehr zerstrittene Leute so in Deutschland unterwegs sind, so von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, alle haben irgendwie andere Ansichten. Es ist schwer, irgendwie auf einen Nenner zu kommen und es fehlt auch irgendwie so ein bisschen die Dialogbereitschaft. Das ist so das, was ich mit diesem Albumtitel verbinde. Grenzenlos, keine Einigkeit um Recht und Freiheit, lesen wir auch noch auf der Seite und oben. Auf der Seite ebenso. Und ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen Adler, der allerdings irgendwie unter Beschuss ist oder hier getroffen wird. Sieht auch ein bisschen so nach Blut aus. Also die Bundesrepublik Deutschland, die hier etwas in Gefahr ist, denn der Adler ist ja auch das Wappentier. So, auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Dann haben wir hier noch die Beteiligten. Das Ganze natürlich erschienen über Rookies und Kings, das Label, Barcode. Und dann haben wir hier auch noch den Boxinhalt, Ausstattung. Digipack mit 14 Tracks, Bonus-CD, Schlüsselanhänger, Patch, Fahne, Aufkleber, Autogrammkarte mit Originalunterschriften. Jawohl, ich bin gespannt. Das Ganze geht dann hier oben auf. Was man zur Box sagen kann, was ich etwas negativ anmerken muss, ist, dass die Box relativ dünn ist. Also wir sehen selbst, wenn wir das hier aufmachen, die ist sehr dünnwandig, ist so eine, ja, mehr oder weniger Pappbox. So, geht das Ganze dann auf, also hier dann nochmal etwas stabiler der Boxinhalt aufbewahrt in diesem Bereich hier. Also einmal drei Luftpolsterfolien, dann haben wir einmal das Album an sich im Digipack, dann die Bonus-CD, einen Sticker, eine Autogrammkarte, die Fahne, einen Patch und einen Schlüsselanhänger. Jawohl. So, dann, ich würde sagen, lassen wir das einfach mal beiseite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal hier aus der Folie befreien. Was es zu der Box noch zu sagen gibt: Die Box ist streng limitiert und zwar gibt es von der Box tatsächlich nur 350 Stück. Das ist echt eine starke Limitierung und die war meines Wissens auch recht schnell vorbestellt und ausverkauft. Also ich glaube, bis zum Release waren die grenzenlos Boxen alle vergriffen und dementsprechend zu Release dann wenig bis keine mehr zu haben. Gott sei Dank habe ich meine vorbestellt. Deswegen habe ich noch eine bekommen. So, wir schauen mal das Album an. Wie immer starten wir mit dem Album. Rest geht dabei noch zur Seite. So, wir haben hier ein Digipack. Das Artwork, das Cover kennen wir bereits von der Box.
Auf der Seite das Ganze in Rot, Gelb und Weiß. Hier lesen wir grenzenlos, keine Einigkeit um Recht und Freiheit. Und dann die Katalognummer. Und auf der Rückseite wieder die Tracklist. Also 14 Tracks der Band. Scheinbar keine Features oder Gastbeiträge hier mit dabei. Dann wieder Beteiligte und Barcode. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes haben wir hier ein Booklet. Jawohl, das gefällt mir schon mal gut. Wir haben hier die Lyrics abgedruckt, Wort für Wort. Inklusive der Info, wer Text und Musik beigesteuert hat. Und dann kann man hier wirklich Wort für Wort alle Texte mitlesen, nachlesen, mitsingen. Dann haben wir ein Foto der Band. Alle vier sieht, ja, es sieht aus wie bei den Ludolfs, also auf so einem klassischen Schrottplatz. Unfallwagen hier geschrottet. Alle vier hier abgelichtet. Weitere Fotos natürlich auch noch und weitere Lyrics. Beziehungsweise Fotos, ja, Fotos sind das ja nicht, das sind so, wie nennt man das, Illustrationen, Grafiken, jawohl. So, zum Abschluss auch nochmal hier das Artwork und die Tracklist. Hier dann auch nochmal der Albumtitel. Dann schauen wir mal hinein. Das ist die CD. Auch hier wieder der Adler, der hier, ja, für mich sieht es echt so aus, als würde der hier zerfetzt werden. Sieht echt heftig aus. Und auf der Rückseite in Rot. So, dann kommen wir zum zweiten musikalischen Inhalt. Und zwar haben wir hier eine Bonus-CD. Bonus-CD grenzenlos. Wir haben hier nochmals drei Tracks. Die Jugend der 2000er, Wo seid ihr? Das ist kein Liebeslied. Und Versprochene Freiheit Akustik. Versprochene Freiheit, okay, nein, ist hier gar nicht mit drauf. Also, der Track dann hier in der Akustikvariante. Hier die CD in einer Papphülle. So sieht die CD aus. Ja, und die gibt es meines Wissens wirklich nur in der Box. Also wenn man das Album regulär kauft, das gibt es natürlich auch. Dann bekommt man das so hier im Digipack. Aber das hier, die Bonus-CD, die gibt es hier wirklich nur in der Box. Okay, so viel dazu. Dann haben wir mit dabei einen Patch im Querformat hier, in Schwarz und Weiß. Und hier sieht man auch, dass der Bandname nicht ganz regulär grenzenlos heißt, sondern es war tatsächlich immer so ein Trennstrich zwischen Grenzen und Los, der hier noch etwas besser veranschaulicht wird. Ja, kann man sich auf die Kleidung machen, auf den Rucksack, wohin auch immer man möchte. Damit kann man dann die Band repräsentieren. Ebenso kann man das mit diesem Teil hier, das ist ein Schlüsselanhänger aus Metall, wiegt einiges und auch hier haben wir wieder den Schriftzug, das Ganze ist hier sogar so gestanzt, also geprägt, beidseitig, nicht schlecht und dann hängt das hier an so einer klassischen Schlüsselanhängerkette, damit kann man das dann an den Schlüsselanhänger festmachen. So, dann kommen wir zur Autogrammkarte, die sieht so aus im Querformat. Alle vier Jungs hier in Farbe abgebildet, mit solchen Scheinwerfern und mit einer Lampe im Hintergrund. Und alle vier haben hier mit silbernem Stift unterschrieben. Also Johannes, Marco, Martin und Martin. Alle vier Unterschriften mit drauf. Auf der Rückseite so eine Postkarten-Optik, so ein Postkarten-Layout. Kann man verschicken, wenn man möchte. Ich werde meine natürlich behalten. Dann haben wir noch einen Sticker im Hochformat. Mit dem Logo von Grenzenlos, also hier GRLS mit diesem X, mit diesem Trennkreuz hier in der Mitte. So sieht das aus. Ein Sticker ist dabei. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine Fahne. So, die Fahne ist ungewöhnlicherweise nicht im Querformat wie die meisten Fahnen, sondern sie ist tatsächlich im Hochformat. So, was lesen wir hier? Wir lesen hier oben natürlich den Bandnamen Grenzenlos. Dann haben wir in der Mitte das Logo, das wir schon von dem Sticker kennen, also GRLS. Und damit schließt das Ganze hier unten ab. Wir haben dann auch noch so einen grauen, weißen Balken hier, der hier den kompletten Fahnen
Print dieses Motiv hier entsprechend einrahmt. Und alle vier Ecken sind hier dann noch mit so einem Metallstück, mit so einer Öse hier versehen. Bedeutet, man kann das Ganze dann wirklich auch mit einem Seil aufhängen. So, jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden, der uns irgendwie Aufschluss über Material oder Herstellung gibt. Aber ich befürchte, nein. Also ich kann hier keinen Zettel sehen. Okay, nicht weiter schlimm. Wo auch immer das hergestellt wurde, Grüße gehen unbekannterweise raus. Wir packen die Fahne wieder zusammen. So, etwas unorthodox, aber das haut schon hin. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne. Dann haben wir den Sticker hier im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Ebenso im Querformat der Patch hier mit dem Schriftzug. Die Bonus-CD zum Album mit 3 Tracks, die kommt hier in der Papphülle. Dann haben wir mit dabei den Schlüsselanhänger mit dem Schriftzug nochmal. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Keine Einigkeit um Recht und Freiheit von Grenzenlos. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Grenzenlos unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.